macht Spaß. Ja. Das ist was ganz anderes als Bundesliga. Beginnt schon beim Einlaufen. Das ist ein ganz anderes Feeling, allein schon deswegen, dass du gehst. Und es ist halt wirklich international, ja, Europa. Geht es auf dem Spielfeld anders zu als in der Bundesliga? Es wird teilweise ein bisschen mehr laufen gelassen international. Und da darf man ein bisschen mehr. Das hat man, denke ich, heute ab und zu gesehen, dass ein, zwei Schläge ins Gesicht, die werden in der Bundesliga dann direkt mit 2 Minuten, teilweise mit Rot bestraft. Und hier gibt es gar nichts. Und ja, sowas macht auch Spaß. Seid ihr denn mit der heutigen Leistung zufrieden? Ja, da können wir drauf aufbauen. Wir haben jetzt eine 7-Tore-Führung fürs Rückspiel. Ich denke, das war enorm wichtig gerade. Gerade das erste Spiel, Europapokal, zu Hause. War natürlich wichtig, dass wir vorlegen können. Das haben wir gut gemacht und jetzt geht es dann nach Toulouse. Ja, ihr habt jetzt 7 Tore Vorsprung. Denkst du, das reicht für das Rückspiel? Ja, wie gesagt, das ist ein ganz neues Spiel und die Geschichte international hat schon viel gezeigt, dass teilweise 11, 12 Tore im Rückspiel noch aufgeholt werden konnten. Und wir müssen einfach das Spiel gewinnen und dann sind wir ganz sicher und dann sind wir in der nächsten Runde. In der Deckung habt ihr teilweise noch Luft nach oben. Die ist nicht so ganz konstant. Siehst du das auch so? Absolut. Ich denke, wir haben natürlich jetzt in den englischen Wochen schon relativ viele Spiele gehabt. Dadurch ist Dana und mein Bruder ein bisschen außer Fuß im Mittelblock. Und wir haben heute 1, 2 Alternativen gehabt, die ganz gut waren. Aber wie gesagt, da können wir weiter dran arbeiten und da haben wir viel Luft. Und das macht Mut auf mehr. Vielen Dank.